Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, was habe ich im Vorfeld nicht alles zu diesem Gesetz gehört? Es sei kleinlich, viel zu wenig, und der Titel starke Bürokratiegesetz sei viel treffender. Und ja, ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, dass ich vielleicht auch ein kleines Problem mit dem Titel habe, starke Familiengesetz, wie von der Bundesfamilienministerin vorgestellt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, entscheidend ist doch nicht immer nur die Verpackung, sondern entscheidend sind die Inhalte. Und wir sollten uns viel stärker über die Inhalte unterhalten. Und wenn ich dann eben die Debatte verfolge, dann stellt man fest, dass es hier Fraktionen auch aus der Opposition eben gibt, die konkrete Vorschläge machen, was sie der Bundesregierung, aber auch der Koalitionsfraktion mit auf den Weg geben, um es zu verbessern. Und dann gibt es aber auch eine Fraktion hier im Deutschen Bundestag, die die SPD, Familienministerin bzw. das Ministerium als Verdachtsfall einer Mogelpackung, Verdachtsfall hat er gesagt, Verdachtsfall einer Mogelpackung tituliert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man dann eben feststellt, dass keinerlei Vorschläge kommen, sondern nur Kritik ausgeübt wird, dann fällt mir nach den Reden von Herrn Reichert und auch von Frau Höchst eigentlich nur zwei Dinge ein. Erstens, ein Verdachtsfall an Absurdität und zweitens, Helau und Alaaf. Inhaltlich Kritik zu üben, ist natürlich das gute Recht der Opposition, aber bessere Lösungen, die Gelder eben nicht ausschließlich nur nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen, habe ich zumindest von Ihnen nicht vernommen. Und wenn wir gerade beim Thema Geld sind, wir als Union, wir wollen Armut bekämpfen und nicht verstetigen. Doch dazu bedarf es eben nicht immer nur Geld für Familien. Vielmehr kämpfen wir dafür, dass Eltern arbeiten gehen können. Aus unserer Sicht ist das eben auch ein sehr wichtiger Aspekt. Die Berufstätigkeit ist nicht nur ein Ausweg aus Armut, sondern aus unserer Sicht noch viel mehr. Und das ist für mich auch das Wichtigste, nämlich auch eine Vorbildfunktion für die Kinder. Das kann ein leistungsunabhängiges Bezuschussen niemals leisten. Deshalb optimieren wir ja auch den Kinderzuschlag so, dass wer zusätzliches Einkommen verdient, künftig eben auch einfach mehr davon behält. Es ist gut, dass wir an dieser Stelle nachbessern und die Instrumente weiterentwickeln und dafür sorgen, dass möglichst alle Antragsberechtigten den Kinderzuschlag und das Bildungs- und Teilhabepaket kennen und auch in Anspruch nehmen. Deswegen lassen Sie uns dann nicht über eine Steigerung von 30% auf 35% diskutieren, sondern das Ziel muss doch ganz klar sein. Auch das hat die Ministerin in ihrer Rede gesagt. Wir wollen, dass möglichst alle Betroffenen, alle Berechtigten von diesen Leistungen profitieren. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist auch der Ansporn dieser Koalition. Für einkommensschwache Haushalte und mit Blick auf die Vermeidung von Arbeitslosengeld II-Bedürftigkeit ist eben eine ergänzende bedarfsabhängige Leistung zum Kindergeld auch sinnvoll. Und die einzelnen Punkte haben Nadine Schön und Markus Weinberg, aber auch andere Kolleginnen und Kollegen aus der Regierungskoalition bereits erwähnt. Deshalb will ich nur einige Punkte kurz erwähnen. Worin wir uns meines Erachtens auch alle einig sind, ist eben die Entbürokratisierung und die Transparenz der Leistung. Das ist in meinen Augen von elementarer Bedeutung. Und wir lüften hier auch kräftig durch und schieben bürokratische Hemmschwellen beiseite. Ich nenne hier nur mal exemplarisch den Wegfall des Eigenanteils beim Mittagessen sowie bei der Schülerbeförderung oder den Fakt, dass der Kinderzuschlag künftig eben tatsächlich 6 Monate auch gewährt wird, auch der Wegfall des gesonderten Antrages für Klassenausflüge und die Leistung für soziale Teilhabe wird vor Ort und auch bei den Familien deutlich entlasten. Und gerade auch ich als Digitalpolitiker möchte hier auch noch mal deutlich erwähnen, dass ich mich freue darüber, dass die Familienministerin gesagt hat, dass wir nach dem Elterngeld digital jetzt auch noch in diesem Jahr das oder den Kids digital durchsetzen werden und voranbringen wollen. Auch das wird entbürokratisieren, die Beantragung erleichtern. Und wir freuen uns, dass wir hier auf jeden Fall auch ein ganzes Stück weit vorankommen. Und es geht bei diesem Gesetzesvorhaben nicht nur eben auch um materielle Armut, sondern auch, und das ist besonders wichtig, um die Chance auf Teilhabe an Bildung. Deshalb nehmen wir eben auch das Bildungs- und Teilhabepaket in den Blick. Kinder aus Familien im Leistungsbezug sollen künftig noch besser unterstützt werden, wenn sie in Vereinen aktiv sein wollen. Konkret wollen wir den Zuschuss für Vereinsbeiträge daher erhöhen und das Verfahren vereinfachen. Ein weiterer elementarer Punkt ist die Änderung bei der Lernförderung. Und es ist doch absurd, dass eben bisher eine Lernförderung erst dann gewährt wurde, wenn ein konkreter
Verdachtsfall vorlag, dass eine Versetzung gefährdet ist. Und das werden wir ändern, sodass eben sozusagen auch eine präventive Armutspolitik hier gewährleistet wird und wir rechtzeitig da ansetzen, wo es eben hilfreich ist, nämlich bei Lernförderung in der Schule, dann, wenn die Kinder eben auch den Bedarf in Anspruch nehmen müssen. Und meine Damen und Herren, wenn festgestellt wird, dass Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben, und genau dann werden wir als Politiker eben auch verantwortlich und werden in die Pflicht genommen. Und das ist genau unsere Aufgabe. Und das machen wir hier auch bei diesem Gesetz. Wir entbürokratisieren, wir verbessern die Leistungen für die Familien und für die Kinder. Und wir wollen Armut bei uns im Land nicht nur einfach bekämpfen, sondern wir wollen Armut, egal ob bei Kindern oder in Gänze, ausrotten. Und das ist unsere Aufgabe, unser Ziel. Packen wir es an. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Stefan Schwarz, der SPD.